Wir von Nova Stan haben alles gegeben, haben gekämpft wie echte Nomaden, haben glorreich gewonnen, aber auch unglücklich verloren. Die richtigen Spiele mit den Pferden überlassen wir aber lieber den Profis. Exaktamente, und damit herzlich willkommen zu diesem entscheidenden Coq-Beauty-Match. Bombastische Stimmung hier in der Arena am Fuß des Mount Lenin. Es spielen Dorf Gelb gegen Dorf Rot. Die Partie ist so gut wie ausverkauft, kaum ein Platz mehr frei. Und da sind sie auch schon, die Spieler. Obligatorisches Aufwärmspiel. Er schafft es aus vollem Galopp, beide Gegenstände aufzuheben. Hier zeigt sich schon, auf welch hohem reiterischen Niveau dieses Match gleich ausgetragen werden wird. Leiball übergestreift, die Spieler sind bereit. Die Regeln, meine Freunde des Ziegensports, sind denkbar einfach. Wie lange eine Partie geht, weiß man nie. Gekämpft wird zu Pferd um eine tote Ziege. Wer das Fällige im Runden versenkt, bekommt einen Punkt. Coq-Beauty hat eben seine eigenen Regeln. Flach spielen, hoch gewinnen, ein Spruch, der nicht zuletzt an Coq-Beauty in aller Munde ist. Und da geht es auch schon los. Anstoß für Dorf Rot. Ist das etwa schon das erste Foul? Sehr unschöne Situation. Zu viel Testosteron im Blut und auch die Fans sind aus den Häuschen. Nichts hält sie auf ihren Plätzen. Der Schiri nimmt die Ziege, versucht zu schlichten. Gute Entscheidung. Einwurf für Gelb. Und da ist er auch schon wieder weg, der Vorteil. Hart erkämpfte Ziege in der eigenen Spielhälfte, Rot im Ziegenbesitz. Standardsituationen sind eben immer gefährlich. Doch wer ist er? Ein sechster Spieler mit gelber Kappe. Soll er bei Team Gelb Verwirrung stiften? Rot jedenfalls an der Ziege. Und Tor, Tor für Dorf Rot. Was für eine überraschende Wendung. Und was hat der Unbekannte mit der gelben Kappe damit zu tun? Man weiß es nicht. Dicke Luft jedenfalls bei Team Gelb auf knapp 4000 Metern über dem Meeresspiegel. Ratlosigkeit bei den zu Tausenden angereisten Fans. Oh, und hier in der Wiederholung sehen wir es. Da flogen Fäuste. Spielabbruch aus, vorbei, Abpfiff. Unter diesen Umständen ist kein Fairplay mehr möglich. 2 Stunden wären noch zu spielen gewesen. Was für ein Spiel. Unentschieden. Einziger Sieger heute, die Zwietracht. Takaya Jisen, wie man hier sagt, so ist das Leben.